Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Joa, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Das letzte Mal hat ja nicht so gut funktioniert, ne, mit der Wüste. Da hatte ich ja gesucht gehabt, aber ja, das, was ich gefunden habe, war eher ein Sandkasten als eine Wüste. Und ja, war nett gemeint, mir den Tipp zu geben, dass da die Wüste ist, aber das war halt nichts, ne. Ja, das Ding ist, ich bin da noch ein bisschen rumgeflattert, bin noch ein wenig rumgeflogen und habe mich ein bisschen umgeschaut nach anderer Wüste. Also ich bin Kreativmodus kurz gegangen, ich habe da nichts abgebaut, nichts gemacht, getan, sonst irgendwas. Ich bin einfach nur ein bisschen rumgeflogen, habe ein bisschen geschaut, ja, was könnte ich, gibt's hier noch irgendwo eine Wüste etc., keine Ahnung. Ich habe halt ein bisschen geschaut und ehrlich, da war nichts. Da war gar nichts. Es war weit und breit nichts. Das war, ja, sehr, sehr enttäuschend. Wirklich sehr, sehr enttäuschend. Tja. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Und ja, jetzt habe ich überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich machen will. Können wir was überlegen. Seetang. Ich weiß, den Seetang schmeiße ich mal zum Essen, oder? Ja, ich schmeiße mal hier rein. Ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock jetzt zu sortieren. Schmeiß mal hier oben rein. Nein, das nicht. Da kümmere ich mich doch einfach mal später drum. Ah, das vielleicht auch nicht. So, das Bett brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Groß auf Wanderschaft gehen wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Die Erde. Was? Die Erde nehme ich gerade mal mit. Ich könnte aber oben mal schnell schlafen gehen. Also wenigstens die Nacht überspringen. Dass das schon mal rum ist. Ja, jetzt bin ich ein bisschen geknickt. Ich gebe es, glaube ich, auf mit den Kamelen. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, da 25 Millionen Jahre Folgen zu suchen. Bis ich irgendwo ein Kamel finde. Also das ist halt echt... Au. Das ist halt echt ein bisschen frustrierend. Ein bisschen blöd. Und mir das im Kreativmodus einfach holen und hier hinknallen, das will ich halt auch nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. So will ich das nicht spielen. Aber komm, zieh dich, Alter, ey. Au. Aua. Was ist mit euch? Nee, so will ich das nicht spielen. Ich will das ganz normal im Survival-Modus spielen. Wenn ich mal in Kreativmodus gehe, dann wirklich nur kurz mal hier, um irgendwo schnell hinzufliegen, zu gucken, ob da noch alles okay ist und dann wieder zurück. Ich mache dann aber nichts. Also. Was ist das denn hier? Frau im Bauarbeiter, macht was! Arbeitet! So. Da drin haust aber auch einer, ne? Container hier, der muss weg. Das geht so nicht. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir was anderes überlegen. Dann kommen hier halt andere Tiere. Was ist hier passiert? Die waren letztes Mal noch nicht so lang, die Gleise, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, die muss ich auch mal wegmachen. So, ich habe überhaupt keinen Plan, was ich jetzt machen will. Wie immer. Wie immer komplett planlos hier wieder reingegangen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, mir gehen so langsam ein bisschen die Ideen aus. Jetzt ist das mittlerweile hier alles so dermaßen zugebaut, was ich eigentlich ganz cool finde. Dass, ja, das Ding ist einfach nur, ich weiß nicht mehr mittlerweile nicht mehr, was ich bauen soll. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Wie weit wollte ich denn das? Wollte ich das hier noch zubauen? Ich weiß nicht mal mehr, was ich hier machen wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, bis hier könnte ich noch... Und dann noch bis da irgendwie. Oh.
Oder baue ich hier direkt schon zu? Oder lasse ich es auf? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja. Wie gesagt, mir gehen so ein bisschen die Ideen aus. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ja. Ich habe keinen Plan. An und für sich würde ich gerne neu anfangen irgendwo. Mehr oder weniger. Dass ich echt sage, so gut, ich baue mir irgendwo nochmal ein weiteres Haus oder irgendwas. Und halt komplett anders als das, was ich jetzt gebaut habe. Weil ich ja mit meinem ja nicht mal fertig bin. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen aktuell wieder. Ja, das ist immer so. Das ist öfter mal so bei mir. Aber wie gesagt, hier ist halt mittlerweile alles so zugebaut. Ich weiß halt echt nicht mehr, was ich hier noch bauen soll. Ich habe hier nicht mal so viel gebaut. Aber ich habe halt auch keinen Plan, was ich hier noch hinmachen soll. Und auf der anderen Seite, wo ich jetzt gerade so ein bisschen mit mir ringe, ist halt, ich könnte natürlich Häuser bauen, na, das ist gar kein Thema. Ich kann jetzt auch irgendwo Häuser hinbauen und so, aber es sind alles nur irgendwelche leerstehenden Häuser, die halt da stehen. Ja. Da hätte ich ganz gerne eigentlich, müsste mir heute ein bisschen beim Erdeklatschen zugucken hier, ja, da hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, ich weiß nicht, Funktionen hätte ich jetzt fast schon gesagt, aber die hast du halt auch nicht. Dekotechnisch, ja, weiß ich auch nicht, bin ich auch nicht so drinne. Und da gibt es halt auch, weiß ich nicht, nicht so viel meiner Meinung nach. Also, Jamila hat das ziemlich gut raus. Also, die hat da echt viele Sachen, so auch Deko-bereichmäßig und so. Echt coole Sachen. Aber ich weiß halt echt nicht mehr, was ich noch bauen soll. Ich hätte jetzt ja noch das eine Bauprojekt ein bisschen abseits vor. Ich wollte den Tunnel da noch hinlegen. Aber das sind aktuell alles so Sachen. Ja, also den Tunnel eventuell. Also beziehungsweise ist das eventuell, den sollte ich halt schon irgendwie so machen, dass ihr das nicht in der Aufnahme habt. Am besten. Ja, dass ihr das nicht im Video seht. Weil das wird halt ähnlich wie der Spaß, was ich jetzt hier gerade mache, echt langweilig. Das wird halt sehr, sehr eintönig, ne? Also ich werde mich da wirklich stundenlang werde ich mich da durchgraben. Das wird sehr, sehr weit. Das sind, glaube ich, weit über 1000 Blöcke, die ich noch da lang muss. Auf 5x5, da sind wir schon bei 25.000. Da sind wir dann aber auch schon, ja, wie gesagt, sind hier über 1000. Also sagen wir, gute 30.000 Blöcke werde ich hier abbauen, ne? Das wird ein Weilchen dauern. Das wird ein richtiges Weilchen dauern. Hier unten könnte man weitermachen, klar. Die Lava könnte man auffüllen. Ach ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, aktuell, ich bin echt hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich Bock, irgendwie bin ich komplett ideenlos aktuell. Aber so komplett. Mir fällt nichts ein. Ich würde gerne mit Redstone ein bisschen hantieren. Ich finde das mit der Wegbeleuchtung eigentlich ziemlich cool, die wir da jetzt haben. Die sieht eigentlich wirklich ganz cool aus. Die gefällt mir. Mit Redstone würde ich gerne ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, da gehen auch echt coole Sachen, die man da bauen kann. Müsst ihr mich auch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Das Problem bei Redstone finde ich halt, ist immer, es ist halt so, es ist so klobig. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt an Redstone. Also wisst ihr, was ich meine? Du baust was mit Redstone, es ist einfach so immer ein Klotz. Es ist so ein riesiger Brocken, der dann einfach so mittendrin steht und eine Funktion hat. Und das ist so eine Sache, die nervt mich so ein bisschen. Ich hatte das, glaube ich, bei Life in the Woods damals. Da war, glaube ich, Redstone-Paste drin. Ne? Die war wiederum sehr cool. Das war halt auch eine Mod, glaube ich, war. Ja, doch, war ja. Ja, war eine Mod.
Der war ziemlich gut, da konntest du Redstone platzieren, konntest einfach einen Block drauf machen und es hat halt trotzdem funktioniert. Und so konntest du weitaus platzsparender arbeiten. Ja, das war schon sehr, sehr cool. Ist ja die Frage, ob ich hier vielleicht ein paar Mods reinhauen soll. Um das Ganze hier vielleicht ein bisschen spannend. Wer ist denn da lang geschlurpt? Ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch noch im Augenwinkel gesehen, da war doch einer. Hallo? Aha. Du bist es also, du Hässlicher. Komm ruhig her. Komm du nur. Ja, komm, trau dich. Trau dich. Ja. Wie gesagt, das wäre halt auch noch so eine Sache. Ich könnte auch noch ein paar Mods reinhauen. Um das Ganze hier vielleicht ein wenig interessanter zu gestalten. Dass man hier noch ein bisschen mehr Funktionen, was weiß ich was hat. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Vielleicht wird es das ein bisschen aufwerten. Das ist halt die Frage, da müsst ihr ja mal gucken, was ich mir da für Mods raussuchen würde. Ja. Ich könnte mir schon mal Gedanken machen, wie ich den Tunnel gestalten will. Also wir müssen ja nicht graben, aber wir haben ja schon ein Stück Tunnel. Wie man den dekotechnisch oder halt optisch aussehen lassen will. Den Tunnelgang. Da könnte ich mir auch mal Gedanken machen. Also ich will ihn halt so nicht lassen, wie der ist, ne? Der soll halt schon verziert werden, schön werden. Ist halt die Frage, wie. Ich überlege gerade mit Stämmen. Stämme wären natürlich am coolsten, würde am besten aussehen. Irgendwie so. Würde halt einiges an Ressourcen fressen, ne? Das wäre hart. Gut, der hätte was zu tun, ne? Die nächsten 25 Millionen Folgen Bäume farmen. Ist hier eigentlich noch alles drin Interessantes? Oh. Es ist halt so, wenn ich privat Minecraft gespielt habe, habe ich auch immer ziemlich große Sachen gebaut oder so, die ich dann irgendwie ganz cool fand. Das Ding war halt einfach, ich habe die gebaut und habe mir das bei Filmen angeguckt, habe Musik gehört, Podcast oder sonst irgendwas. Und dann war das okay, ich habe das ja für mich gemacht. Das war dann vollkommen in Ordnung. Wenn ich das jetzt hier mache, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon das Gefühl, ich langweile alle zu Tode. So. Kühe werden weiter gefüttert hier. Irgendwann ist hier voll, dann gehen wir da rein und dann gibt's die große Erlösung von der Massentierhaltung hier. Wird alles niedergemäht und ich habe einen Haufen Leder und dann kann ich an meinem Lager weitermachen. Mir gefällt der Weg. Ich mag's. Ich mag meine Beleuchtung. Sehr, sehr schön. So, ja, wie gesagt. Hier ist halt schon alles zugebaut. Ich weiß nicht, was ich noch bauen soll. Ich könnte natürlich ein bisschen abseits gehen. Klar, logisch. Ich kann jetzt irgendwo nach da hinten gehen oder da oder sonst wo und da ein bisschen weiter bauen. Ich weiß halt nicht, was. Wie gesagt, für da hinten habe ich eine Idee. Da will ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht rangehen. Da würde ich ganz gerne erst den Tunnel fertig haben. Hauen sie ab, gehen sie weg. Ja. Gute Frage, ne? Wie mein Fusch hier einfach durchschimmert, den ich hier fabriziert habe. Ja, das war auch so nicht geplant eigentlich, naja. Das Bienenhaus ist auch mittlerweile... Es existiert halt, ne? Aber hat auch keinen Nutzen mehr. Ist ähnlich wie die Taverne, hat auch keinen Nutzen, ist halt da.
Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen schade. Wir haben hier so viele Sachen und die haben irgendwie alle gar keinen Nutzen mehr. Das ist. Das finde ich ein bisschen. Ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade. Wollte ich nicht normale Erde? Da. Kies, 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 Kies. Wollte ich Kies? Der ist wahrscheinlich immer noch voll, ja, mit Sicherheit. Zack, 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 zack. So, räumen wir das mal kurz ein bisschen ein hier, ganz schnell. Dann können wir hier drüber flitzen. Zack. Jetzt muss ich hier gucken. Wo hatte ich das? Schwarzpulver, Schießpulver, Schwarzpulver, was weiß ich. Da. Schwarzpulver. Mir mal so werkbanktechnisch hier was hinbaut, oder? Was brauchen wir denn? Jetzt gucken wir mal kurz. Ich habe ja eine Werkbank, habe ich. Was haben wir denn da noch? Ich habe das Gefühl, ich habe nur noch rum. Bin irgendwie unzufrieden mit dem Let's Play hier. Ich weiß auch nicht. Bücherregal brauche ich jetzt hier nicht. Bogentisch. Weiß nicht. Der Bogentisch hat auch gar keinen Nutzen, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat keinen Nutzen, der Bogentisch. Ein Schmelzofen. Da brauche ich Eisen. Ich brauche einen Ofen, ich brauche Eisen und ich brauche glatter Stein. Okay, das soll ich hinkriegen. So, glatter Stein habe ich. Ich brauche davon ein wenig. Und ich hatte hier irgendwo Eisen reingeschmissen, aber das noch nicht durchgerutscht, ne? Ne. Verdammt. Egal, dann muss ich das da hinten nehmen. So lange. Gut, 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 gut. So, wie viele Öfen machen wir? Und wo vor allem? Ich würde sie hier platzieren. Da würde ich 3 oder 6. 6 normale, 6 Schmelzöfen und 6 Räucheröfen. Also 8. Ja, 12. Daraus machen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, was brauche ich denn für Räucheröfen? Wo haben wir's? Das ist ein Ofen. Das ist ein Räucherofen. Da brauche ich Stämme. Einfach nur Stämme. Ofen und Stämme. Gut, das sollten wir hinkriegen. Stämme haben wir hier noch. Und es war ein Ofen, ne? Das war ein stinknormaler Ofen. Jetzt bin ich vorbeigeschossen. Ja. Das heißt, ich brauche nochmal 6 Öfen. Dafür reicht das noch? Ich bin mir nicht sicher. Ja. So. So, so und so.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Haben wir 6 Öfen. Gut, soweit so gut. Ich weiß nicht, ob ich so viele brauchen werde. Ich weiß noch nicht mal, was da der krasse Unterschied ist. Da muss ich auch nochmal gucken. Ich glaube, das geht halt schneller. Ich glaube, in Schmelzöfen ist es schneller, Eisen und sowas einzuschmelzen. Ach, verdammt. Ich krieg die ja gar nicht 3 hoch. Was ein Dreck. Naja, gut. Machen wir halt nur 4. Oder wir machen... So. Ich leuchte gerade mal die Seite hier so ein bisschen aus. So, haben wir hier unsere Ofenfront. Was können wir denn hier hin machen? Was haben wir denn dann noch? Was bräuchte ich denn noch? Ich bräuchte so einen Webstuhl, ne? Was ist das denn? Die sehen aber komisch aus mittlerweile. Hier sieht man es nicht so, wenn die Zahl davor ist, aber die sehen halt mittlerweile echt ein bisschen komisch aus. Die sehen nicht barrenmäßig aus, die sehen so blattmäßig aus. Naja, halb so schlimm. Ein Webstuhl, so was brauche ich für einen Webstuhl? Bretter und Fäden, ja gut, das sollte ich hinkriegen. Das ist jetzt nicht so die Kunst. Fäden habe ich ja. Habe ich ja immer fleißig gesammelt. 2 reichen schon. Hab da noch Bretter drin. 1, 2. Reicht auch schon. So. Kann ich sogar hier machen. Zack, zack. Zack, zack. Pop. So, einmal den Webstuhl. Ja, kein Plan, wie man das da alles macht. Habe ich auch noch nie wirklich gemacht. Das hätte ich gerne weg. Wie mache ich das da hinten? Ich drehe immer die Dinger. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen nervig, du. So. Wie war denn nochmal hier eine Redstone-Laterne? Die war ganz hinten. Ich hole mein Gedächtnis. Ah, Glowstone brauche ich dafür. Ah. Das ist nicht das Problem. Mann, hör doch auf, die Blöcke zu drehen. Das ist ein Problem, verdammt. Der fliegt bestimmt hier irgendwo rum. Shit. Ah, Dreck. Dreck, Elendiger. Ich und meine Faulheit. Ah. Gut, müssen wir kurz warten. Der kommt da bestimmt gleich irgendwann rausgeflutscht. Oder wir gucken gleich mal in den Kisten nebenan. Vielleicht ist er auch da gelandet. Räumen wir hier noch schnell was ein. Jetzt habe ich hier Kies, glatter Stein. Den glatten Stein brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Den schmeiße ich auch mal wieder hier rein. Mann. So. Kann mal gucken, hatte ich den vielleicht hier irgendwo nebendran reingeschmissen? Willst du jetzt nicht sagen, dass ich den komplett aufgebraucht habe, oder? Ja, da läuft noch was rein. Das sieht nicht gut aus, da kommt schon das Eisen und alles. Das sieht echt nicht gut aus. Oh Junge, oh Junge. Das heißt, ich hab
den Glowstone aufgebraucht. Ja, so ein Dreck. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich hier so eine Redstone-Fackel hinstellen und jetzt einfach so eine Laterne oben drauf, dass du so ein bisschen beleuchtet ist in der Ecke. Weil ich finde die Laternen eigentlich ziemlich cool, die Redstone-Laternen. Oder Redstone-Lampen oder wie auch immer sie heißen. Die gefallen mir. Blöd. Blöd. Und dann könnte ich das hier auch machen. Kann man das hier noch irgendwie zubauen und dann kann man hier noch irgendwas hinmachen. Dann wird hinten auch noch eine. Das ist jetzt wieder doof, ne? Provisorisch kann ich die erstmal draufsetzen. Aber die sind eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich mach das jetzt aber einfach mal. So. Kann man die hier wegmachen? Boah. Gut. Na, der Rest. Hör doch auf, Junge. Mensch. Ich stell mich aber auch mal an, ne? So, was haben wir hier noch? Kirsch und Schwarzeiche. Schwarzeiche haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht eingelagert, ne? Die hatte ich, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Ja, ich glaube, die habe ich echt noch nicht gehabt. Süß, machen wir Schwarzeichen heute schon mal. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Ne, das ist Akazie. Oh, das heißt das Schwarzeichen? Nee. Ist es nicht. So, das war Erde. Irgendwo hier hatten wir noch den Kies. So. Gut. Ja, das können wir eigentlich mal hier wegklatschen. Wie viel da noch nachrutscht, ne? Hab da wieder ordentlich reingepfeffert, ey. Bin ich doch wieder am Sortieren. Ach, guck mal, wir haben noch. Ja, das ist ja gar kein Problem. Tja, siehst du mal. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja sogar noch. Habe ich nur vergessen. Ja dann. Ich weiß immer noch nicht, mit was man die am besten abbaut. Ich glaube, es ist wirklich egal, oder? So. Doch, wenn die schön geht. Kann man machen. Es ist wirklich egal, mit was man die abbaut. Glaube ich. So, ich habe die Öfen. Ja, da kann ich hier noch ein paar Werkbänke. Ich könnte hier noch ein paar Werkbänke. Ich könnte hier so, wie gesagt, ich werde hier so eine kleine Werkstatt einrichten, wo ich dann einfach alles habe, was ich brauche. Mir einfach immer hinknall, was irgendwie Sinn und Zweck hat. Ja, und ansonsten muss ich mir jetzt echt mal Gedanken machen, wie es weitergeht. Ich habe das Gefühl, ich habe mir nur noch rum, dass ich planlos bin und keine Ahnung habe, was ich machen soll und alles doof, alles blöd. So ist es ja nicht. Ja. Aber, ja, wie gesagt, wir gehen halt mit dem aus. Ich habe keinen Plan, was ich noch machen soll. Ich bin so ideenlos wie noch nie. Ich glaube, da hinten steht schon wieder was. Oder ist das noch die Treppe? Ah, ist noch die Treppe, ne? Ich weiß nicht, die Blumen sind, glaube ich, neu. Ja.
Ich mach mir mal einen Kopf, was ich als nächstes hier starten will, was ich hier machen will. Und das machen wir rein. Dann gehen wir das in der nächsten Folge einfach mal an. Dass ich hier nicht hier rumlaufe, sortiere und jammer. Na, dass wir auch mal hier wieder was zeigen. Dass wir wieder was machen. So, gut. Dann würde ich aber sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Gejammer anhören. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.